so gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Liebe Fußballfreunde, falls ihr noch nicht genug vom Fußball habt, dann könnt ihr euch auch morgen noch ein Freundschaftsspiel anschauen. TuS Koblenz spielt gegen FV Biebrich, die U19 ist das. Auf dem Kunstrasenplatz in Oberwerth wird gespielt, Anpfiff um 13 Uhr.
leider hat der Schiedsrichter den Ball nicht freigegeben. Der Schiedsrichter hat den Ball erneut nicht freigegeben. Jetzt. Leute. Mit dem Morningshow-Moderator Tim Reimer von Antenne Koblenz ein wenig verquatscht. Ich bin dann etwas spät hier reingepasst. Wir sind da, ihr seid da, wir alle sind da. Rudolf! Come on!
Völklingen führt 1-0.
Jetzt haben sie sich geeinigt. Sie haben eine Lösung gefunden. Leo Kawashi soll es gleich richten im Zentrum. Ich bin mal gespannt, für wen Leo Kawashi gleich kommen wird. Dieters Koblenz wechselt. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 3 Einmü, Ugo Rinder. Und neun Spiel kommt in der Rücke Nummer 12, Leo Kawashi. Die Auswechslung unserer TuS Koblenz, präsentiert vom Hörstudio S. Partner der TuS und Ihr Partner, wenn es um besseres Hören geht. Zweimal in Koblenz und einmal in Neuwied. www.hörstudio-s.de. Jede Aktion von Thank you.
Könighaus mit der Kerze im eigenen 16er. Und der Ball ist noch nicht geklärt. Immer noch tief und da im Ballbesitz. Dennis Sancho und Pauken ist da zur Stelle. Und immer noch Tore Bogen. Die Tos kann den Ball nicht klären. Immer 16er Flanke kommt rein an den langen Pfosten. Aber der Ball dann zu lang gespielt. Wenn gleich Dieflin auch noch im Ballbesitz bleibt, jetzt gibt es einen Wurf. Softic, der kommt bei mir. Das ist tatsächlich zu ungelaufen. Dieflin wieder im 16er der TuS. Jetzt kann die TuS mal klären. Aus, Kabashi. Jetzt, wo ist er?
Auf Achtung! Des Balles nicht so beeinflussen konnte, was Ember Marina eben hat. Jetzt allerdings den Konter, der Gegenzug, der Liefer. Liefer bleibt im Ballbesitz. Das ist Fabian Poos aus der Distanz und Michael Stahl wirft sich da in die Schussbahn. Und Meri zur Ecke. Verhindert Schlimmeres. Vielleicht nimmt das Spiel noch etwas Fahrt. Vielleicht. Sechste Ecke hier für Dieflin in diesem Spiel. Ecke von der rechten Seite. Engers führt mittlerweile mit 1:0 in die Sport. Über das Tor. Gleich kommen. Ja, der Schiedsrichter zeigt nochmal an. Dieter Koblenz wechselt, Doppelwechsel. Den Platz verlässt mit der Rückennummer 23. Wir bedanken uns bei Leon Walkenhaus. Und neun Spieler werden Nummer 18, Giovanni Lubaki. Und wir bedanken uns bei unserer Nummer 11, Skada Abdullahi. Und im neuen Spiel kommt mit der Rückennummer 10. Herzlich willkommen hier im Stadion Oberwerth, Hakim Araba. Auswechslung unserer TuS Koblenz, präsentiert vom Hörstudio S. Hörgeräte und Gehörschutz von den Hörexperten. Hörstudio S. Zweimal in Koblenz und einmal in Neuwied. www.hörstudio-s.de. Und jetzt, was? Schiedsrichter, hier nicht auf Hund, Freistoß, Konter, die Führung.
macht es hier auch durch den Schiedsrichter befeuert, heißt er auf beiden Seiten. Jetzt muss das auch. Oh! Gelbe Karte für den Mann, der Nummer 7 für Fabian.